Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Hitman 2. Wir schnappen uns heute die dreiköpfige Schlange in Santa Fortuna und viel bleibt echt nicht mehr übrig hier. An Standardherausforderung, wir haben noch ein bisschen Meisterleistungen hier zu erledigen. Die tödlichere Kunst zum Beispiel, Rico Delgado mit dem Kunstwerk in seiner Lobby erledigen, werden wir heute machen und außerdem versuchen mit dem Rennboot abzuhauen. Das sind so die beiden Ziele für heute. Mal sehen, was davon funktioniert. Das ist so mein Startzeug. Ich glaube, ich brauche nicht mehr. Ein paar Münzen könnte ich mir noch mitnehmen. Kann ich mir irgendwo welche in die Bar schmuggeln? Nee, na gut. In dem Fall klaue ich einfach welche. Ja, ich glaube, mehr braucht man tatsächlich nicht. Und dann gehen wir hier einfach einmal von rechts nach links durch die Ziele. Eliminieren die alle möglichst unauffällig. Also für heute das Ziel der lautlose Killer auf jeden Fall. So, und hier können wir gleich ein paar Münzen klauen. So, als nächstes brauchen wir ein Kostüm. Ah, hier sitzt ein Soldat. Mal sehen, ob wir den hier... Ja, hier ist eine ruhige Ecke. Er sitzt hier direkt auf der anderen Seite. Mal sehen, ob das funktioniert. Irgendjemand hat es gehört. Ja, er geht hin. Ja, tut er. Sehr gut. Ich habe keinen Schraubenschlüssel oder sowas dabei. Guck mal, eine Münze. Das heißt hier unassistierte Armkraft. Reicht aber auch vollkommen. So, die Münze und die Waffe nehmen wir mit. Und dann nächste Station, Andrea Martinez. Und da kommen wir einfach so durch die Vordertür rein, spazieren, zwei Ziele, Andrea umbringen und die Kameras ausschalten. Hier gibt es ein paar Leute, die uns durchschauen. Da hinten auf der Ecke steht einer, hier drin ist einer, oben sind zwei, glaube ich. Und dann, ja, da sitzt einer. Und dann haben wir noch Paola, die Assistentin von Andrea, die ich extrem nervig finde, weil die einfach jedes Kostüm durchschaut. Oh, sag bloß, die beiden sind gerade gar nicht da. Da steht er. Ich weiß nicht, wie lange er noch da steht. Ah, die telefonieren gerade unten. So, wenn er zurückkommt, gehen wir rein. So, Andreas Wasserflasche vergiftet, sehr schön. So, das hat funktioniert. Jetzt müssen wir nur noch unentdeckt rauskommen. Habe ich den Schraubenschlüssel mitgenommen? Nö, warum nicht? Den nehme ich doch immer mit. So, um Andrea brauchen wir uns nicht mehr kümmern. Kameras auch nicht. Alles cool. So, dann geht sie jetzt über die Schamanenhütte auf die Kokafeldplantage. Wie gesagt, um Kameras müssen wir uns nicht mehr kümmern. Das macht die Sache ein bisschen weniger stressig.
Dann brauchen wir uns einfach nur noch einmal durchschleichen, zweimal durchschleichen, auf dem Rückweg auch. Aber beziehungsweise auf dem Rückweg müssen wir gar nicht so weit. Wir gehen ja dann gleich zu Ricos Anwesen weiter. Oh, der Schamane kennt hier die örtliche Miliz. Also ich mache mich hier mal klein, keine Ahnung, ob die Patrouille uns durchschaut oder nicht. Oder ob die überhaupt hier ist. Ja, da hinten. Und sie durchschaut uns auch, na, großartig. So, langsam, langsam, langsam. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Schön geduckt bleiben hier. Dann gehen wir gleich hier links rein. Hier an der Brücke schön rechts halten. Abtauchen, hier ein bisschen langsamer werden. Wenn ihr an dem Baum vorbeigeht. Weil ihr da relativ dicht an dem Wachen vorbeikommt. Die nähere Wache wird sonst aufmerksam. So, hier hinterm Baum einmal kreuzen. Checken, sieht alles gut aus. So, die Patrouille da rechts wollen wir auf jeden Fall vorbeilassen, würde ich sagen. Hinten läuft gerade Jorge rum. So, Kameras sind aus. Ja, mal abwarten, bis er nach links guckt. Okay. Und dann kommen wir hier vorbei. Jorge scheint gerade in seinem Haus zu sein. Na, das heißt, wir müssen eine volle Runde warten gleich. Kann ich hier vielleicht jemanden reinlocken? Gerade was. Ich will dafür nur keine Münze benutzen. Münzen sind wertvoll und werden auch aufgehoben von NPCs. Ja. Ja, bitte, check das mal. Du müsstest ein kleines bisschen weiter da noch lang laufen. Ah, okay. Oh, cool. So, da hat's Andrea gerade umgehauen. Martinez ist down. Good work. Jorge noch in der Hütte? Nee. Er ist schon außerhalb der Hütte. Er durchschaut uns. Okay, das ist natürlich nicht so günstig. Da müssen wir den auf herkömmliche Weise ausschalten. Ach, was will er hier hinten? Er stört mich da gerade. Wenn er sich umdreht, wäre das schlecht. Wieso steht er denn da? Er steht doch sonst nicht da. Ach so, ist Jorge gerade da in der Fabrik, ja. Fabrik, der Produktionsschuppen.
So, geht's weiter? Geht ihr weg? Das sieht ganz so aus. Schlüssel. Also mal gucken, wann kommt Frauge wieder? Der ist gerade hinten beim Botaniklabor. Schlüsselkarte nehmen wir mit. Die Blaupause lassen wir kurz hier liegen. Hat er hier drin gar nichts zu trinken, der gute Mann? Er hat nirgendwo was zu trinken, ne? Ich konnte mich auch an nichts erinnern. So, die Tür auch entriegelt. So, mal sehen, wo bleibt er? Womit wahrscheinlich ein kleines bisschen. Aber eigentlich sollte er schon fast zu sehen sein. Naja, fast. So, da hinten ist halt eine Wache, die durchschaut uns. Mal sehen, wenn uns von Jorges Leibwache niemand beschaut und er uns auch nicht, dann ist es vielleicht gar nicht nötig, dass wir uns in der Kiste verstecken. Ansonsten halt doch. Auf jeden Fall wird es eine sehr entspannte Flucht. Mal sehen, wenn ich hier reingehe. Achso, dann kann ich nicht mehr sehen, ob er uns zuschaut oder nicht. Also, solange ich hier stehe, alles cool. Und das reicht mir im Prinzip. Seine Leibwache kommt ja auch nicht mit rein. So, Tür ist zu. Tür ist zu. Franco confirmed down. Nice work, 47. Und einmal eingekistet. So, Blaupause nehmen wir mit. Und damit bleibt nur noch Rico. Und bevor ich mich Rico zuwende, sollte ich wahrscheinlich einmal speichern. Ich gucke erstmal, wie unauffällig ich hier eigentlich bin auf dem Gelände. Ich vermute kein bisschen. Nee. Gut, dann werde ich hier einmal speichern. Kurzer Cut. So, dann werden wir uns mal hier... Kann ich mich hier hingucken? Nicht wirklich. Ich werde meine Wache hier klar machen. Okay, das hat er gehört. Sehr schön. So, ich locke ein bisschen weiter hier rein. Dann verpassen wir ihm gleich eine mit dem Schraubenschlüssel.
Ungefähr so. So, Prioritäten setzen, Münzen nehmen wir zuerst mit. So, die große Waffe brauche ich wahrscheinlich gar nicht, aber schadet auch nichts, wie es aussieht. Vielleicht können wir die noch irgendwie als Ablenkung benutzen. Also, dann kümmern wir uns vielleicht erstmal um den Bootsschlüssel. Oh. Ja, bin ich hier richtig? Der soll sich angeblich im Schlafzimmer neben Ricos Zimmer befinden. Oh, die durchschaut uns hier direkt. Das hier ist ein Ankleidezimmer. Das ist ein Badezimmer. Was sind? Ach hier, Schlafzimmer von Rico. Hm. Das ist dieses große Ding hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Und hier soll er sich auf dem Nachtschränkchen befinden. Auf dem hier. Nee, auf dem nicht. Da ist er. Hab ich ihn mitgenommen? Schnellbootschlüssel, yes. Ups, da will ich nicht raus. Wie komme ich denn da am besten durch? Von unten. So, hier. Machen wir schnell mit dem Dietrich auf. Hallöchen, oh, endlich mal. Oh. Das ist Rico. So, hier ist auf jeden Fall so ein Dings. Ich muss jetzt direkt runterstehen und da oben ist die Kontrolltafel. Das habe ich schon mal gesehen. Kommt er gar nicht hier lang? Komm schon. Nee, er geht raus. Okay. Können wir noch mal gucken, ob das auch wirklich die richtige Kontrolltafel ist. Fallen lassen, hängende Skulptur. Na perfekt. So, ich weiß nur nicht, warum Rico jetzt erstmal irgendwo anders rumgurkt. Ja, da hinten bin ich auch super gut versteckt und dann brauche ich halt nur einen schnellen Abgang in Richtung Boot. Durch das Zimmer von Hector durch, am besten Treppe runter. Ja, da draußen könnte es auch ein bisschen, weiß ich nicht. Okay, ich darf hier sein, nice. Ups, ja, nicht die beste Fluchtroute, wie ich schon erwähnte. So, wo ist unser Ziel? Könnte sich nähern. Ja. Is that? You there. You look like you forgot something. Echt jetzt? Einmal ducken. Münze hat er gesehen. Und runter mit der Struktur. Volltreffer, würde ich sagen. Targets neutralized. This should paralyze the cartel. Excellent work, 47. Now head for an exit. Sportwagen, Schlüssel, Münze. Nehmen wir alles mit. Ah, Raub an helllichten Tag hier. So, nichts wie raus hier. Und das war hoffentlich ein Unfall. In dem Fall war das Ganze nämlich komplett lauflos. Wenn nicht, dann keine Ahnung.
Ja, volle Fahrt voraus, tödlichere Kunst haben wir gemacht. Lautlos weiß ich gar nicht, welches Symbol das hier ist. Ja, lautloser Killer haben wir geschafft. Stufe 20 hatten wir schon. Volle Fahrt voraus, tödlichere Kunst. Alles klärchen. Das heißt, es gibt auch keine Freischaltung hier. Und das heißt, das war's für heute, Jungs und Mädels. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei, wenn wir auf Geisterjagd gehen. Mal sehen, was ich diesmal Spannendes vorhab. Macht's gut, bis dann, habt einen wunderschönen Tag. Ciao.